Halt! Moin, moin. Nicht moin, moin, stopp! Warte. Ja, Sascha hat investiert, ey. Neues Fliegeteil hat er am Start. Ja. Yo. Aber fliegen warte, kann er seine Tasten nicht drücken, oder? Nee, irgendwie für Touchpaddle nicht mehr. Ah, Hilfe! Du weißt, dass ich das jetzt einfach mit aufnehme. Gleichwerbung. Ich wäre dann ja soweit. Ja, ja, Sascha aber noch nicht. Gib dem alten Mann noch ein bisschen. Zu wenig Energie. Zeit, echten Schaden anzurichten. So, jetzt kann der Moa dich killen. Starter-Erfahrungspunkte sammler, hey. Ja, Sascha? Ja, ich bin noch nicht so weit. Okay. Ist zu schwierig, um OBR zu starten. Die heißt Aufnahme starten. Nee, ich hab ja, ich hab eine App zum Starten. Achso. Ja, die macht alles einfacher. So, Apps sind schon eine tolle Geschichte. Alles Zeug, ja. Wahrscheinlich scannt er jetzt damit seine Corona-App darum. Ja, wer den Schaden hat, ne? Ja, braucht die Spotten mehr Sorgen, ne? Genau. Außer Reichweite, ich hab hier einen langen Bogen. Warte mal, ich starte mal meinen. Zwei Minuten. Erzähl mal was Schönes. Zwei Minuten. Oder willst du jetzt eine England Testaufnahme machen? 4-0. England hat 4-0 gewonnen gegen Ukraine. 4-0. Ja, ich habe eine neue Unterwasserwaffe. Ja, das ist der Start. Oh, sehr schön, sehr schön. Gucken wir uns die mal an. Die habe ich auch. Wunderbar. Die sieht interessant aus. Ich wollte schon immer einen Haifisch haben mit Riesenschwanz. Übrigens, der Name, der kommt aus dem Hawaiianischen. Heiß Haifischflosch-Suppe. Kotaki. Kano. Hauli. Aber gibt es interessantes, ja. Ziemlich viele Sagen drumherum. Kann man sich aussuchen, was einem gefällt. Sehr schön. Cute. Klar, das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Zwei Unterwasserwaffen. Dreizack und. Brauche ich nur noch die Harpunenschleuder. Und Harpunenschleuder, genau. Eigentlich brauche ich nur die Materialien. Genau, aber ich baue lieber erstmal jetzt die Siegele fertig. Vier Siegele brauche ich noch. Runen habe ich fertig auf Leggy. Wenn es jetzt losgeht, kann ich direkt. Aber es ist so teuer, ey. So scheiß teuer. So, dann helfen wir mal bei dem Harpien-Event. Also, willkommen, liebe Leute, beim Mohun, beim Moa-Schießen und Harpien killen. Ja. Jetzt braucht man bestimmt einen Kriegcursor. Ja. Ganz bestimmt. Sonst habe ich auch keine Chance, einen zu kriegen. Was ist dieses Erfahrungs? Hier, jetzt die gleiche Sache down. Das gucke ich mir doch an. Ja. Nein, nicht heilen. Oh, scheiße. Aber jetzt sind wieder drei da. Die gehen um. Hä? So nicht heilen.
Ja, jetzt ist da richtig Masse, jetzt bewegt sich. Für rausgetabt! Keine Chance hier im Beginnergebiet. Liegt er allein und verloren. Deswegen benutze ich keine App, sondern drücke einfach auf Aufnahme starten. Klappt echt gut. Echt? Lalala. Wie sie immer rumquieken, ne? Hören sich an wie kleine. Hören sich an wie kleine Kinder, die nicht ihr Spiel gekriegt haben, oder? Genau. Fünf Stunden später. Was ist denn jetzt mit deinem Kram da? Ja, es läuft alles langsam. Wir haben trotz Luftüberlegenheit verloren. Erbärmlich. Wir sollten die Schießbahn reinigen, bevor die Geier verrotten. Okay, mach ich das altmodisch. Juhu. Aufnahme starten. Tja, der gute alte Weg. Das war jetzt. Aufnahme beenden. F9. Stream starten. F9. Der F8. Und F8. So. Na, geht doch. Und? Funktioniert's auch? Nö. Nö? Gar nichts. Boah, ich hasse UBS. Ich hab da noch nie Probleme. Ich drück einfach die Taste direkt auf den zweiten Bildschirm. Aufnahme starten. Klick. Aufnahme beenden. Klick. Auch mit einem Bildschirm geht's. Mit der Tastenkombination. Meist. Also entweder schicke ich dir einfach meine Aufnahme. Oder du möchtest noch einen Reboot machen. Warte. Jetzt ist abgekackt. Einfach mal wollen. Ja, sag das mal. Aber winzige Klauen habe ich jetzt, glaube ich, schon. Ja. Nicht, dass man die für irgendwas braucht. Oder dass sie irgendeinen Wert hat. Ja, aber Moas, die sterben hier gerade im Dutzend. Ja. So ein Kertschößling habe ich lange nicht mehr abgebaut. Da gibt es noch dieses, ja, grüne Holzblock. Geil. Richtig seltener Scheiß mittlerweile. Lol. Was? Findest du sonst auf den neuen Maps nicht? Nee. Aber nicht, dass man für irgendwas brauchen könnte. Oder ich glaube, ein ganzes Eck davon sind 15 Silber wert oder so.
kannst du. Ich muss einmal. Oder? Warte, warte. Mal testen. F9. Ja, Läuft cool. Bei dir. Läuft, ja. Ich muss UBS einmal neu starten. Okay. So, dann bist du soweit. So, jetzt kann es weitergehen. Ja, ja. Dann. Deine Aufnahme in 3, 2, 1. Achso, warte. Ja. Moin, okay, moin. Da. Jetzt auch für die Zuschauer beim DigiGamer. Ich lasse das drin. Die Leiden des jungen Streamers. Das gehört dazu. Hier ist, wobei jetzt. Da. Genau, das Grüne, den, ne? Das Lilane. Lilane. Ja. Säuberung Feindfeuer heißt das. Das sieht gut aus. Hier gibt es auch ein paar Erfolge. Was war das? Nicht, dass ich hier angezweifelt hätte. Kennt ihr Imperatus Modur? Ich kenne euren Ruf. Kraftschlägen der Statue ausweichen. An sich nicht schwer, wenn man nicht von diesen Bällen ständig. Komme ich zu eurem Gipfel. Wie lautet der Plan, Brimstone? So, wir machen Folgendes. Die beiden. Folge, die ihr beide braucht. Ihr bleibt während des Kampfes immer hinten im Raum. Und achtet darauf, nicht mit blauen Kugel erwischt zu werden. Ihr dürft den Raum nicht verlassen, also am besten an der Seite oben. Mhm. Also praktisch, wenn ihr reinkommt, links, da ist auch so ein Geröllhaufen, am besten so ein bisschen da hinten immer schön bleiben, Fernkampf machen. Ja. Wir machen den Rest. Okay, genau. Fernkampf. Gewehr oder Bogen? Ja. Ja, das mit den Kugeln, das hat es mich letztes Mal. Dass ihr okay, hab ich. Nicht in die Furchtfelder reingeraten. So, und damit einer der Erfolge passiert, da müssen drei Heiler durchkommen. Also wir lassen die ersten drei Heiler durch. Dann okay. Der ist ein Superschlag und dem müsst ihr ausweichen. Ah, das ist der. Ganzen Raum. Ja, den müsst ihr auf jeden Fall ausweichen. Aber er kommt erst, wenn die drei Heiler durch sind. Also ausweichen heißt entweder blocken oder dodgen. Nee, richtig dodgen. Ja. Am besten zweimal, wenn das Ding kommt, vielleicht zweimal hintereinander ausweichen. Das ist das sicherste. Mhm. Dann müsste es geklappt haben. Und danach können wir alle Heiler fertig machen. Genau, und wenn du dann das Großschwert drin hast, dann machst du Dodgen und drückst C4. Mhm. Ja. Okay. Und wenn du Schwert drin hast, dann 2-3 drücken. Hinten im Raum und wir beide. Ja, ich hab Großschwert dabei. Haben wir kämpfen so nach Belieben. Genau. Ready? Klingt nach dem Plan. Ja. Probieren wir's. Dann babbel mal. Und die Heiler nicht killen, ne? Nicht auf die Heiler ballern. Ja, willst du dann auch die Haustiere einpacken? Und das soll funktionieren. Oder auf passiv stellen. Jojo, ich fress doch meins. Bin doch Soul Beast. Ja, ja, ja. Und den Raum natürlich nicht verlassen. Da ist auch eine rote Linie drin zu sehen. Da dürft ihr nicht durch. Auch nicht versehentlich. Mal zurückgestoßen werden. Das ist doch eine blaue Kugel. Okay. animiert wird, da rauszulaufen. Das kann auch passieren. Ja. So, links war der Müllhaufen, ne? Ja, aber noch nicht. Erst müssen wir erst nur durch die Höhlen hier. Ein paar Geister schnetzeln.
So, das ist der nächste Raum gleich. Die Gruft liegt vor uns. Dort probieren wir die Läuterung des Feindfeuers aus. Es ist ein Ort der Kraft. Wenn wir durch den Bogen gekommen sind, gibt es wohl keine Umkehr, was? Na, will das Junge wieder zurück in den Verrat? Die blauen Kugeln, die können richtig heimtückisch sein. Ihr dürft nicht in ihrer Nähe sein. Und man kann sie nicht kaputt machen. Das sollte man noch erwähnen. Die kommen alles immer gerne auf euch zu. Ja. Hier links oben könnt ihr euch hinstellen. Ja. Allerdings ist es nicht absolut sicher, ja. Ich hoffe, das klappt. Ja. Bringt Glück. Das habt ihr als Junges immer gemacht. Kommt schon, bringen wir es hinter uns. Da passiert irgendetwas. Euer Schwert gefällt den Geistern wohl nicht sehr. In ein paar Minuten gefällt es ihnen. Unverwundbar. Ich hab so einen dicken Norn im Blick. Und bloß nicht die. Bloß nicht die Heiler. Hm? Ja, ist klar. Ihr hört ja doch zu. Nur wenn mir danach ist. Okay, hier kommen die. Hoch, komm so hoch. Nee. Huh. Nicht die mit X drauf killen. Nee, nee, machen wir auch nicht. Aber auf die Statue kann man ja noch ein bisschen. Der dicke Norn. Ja, ja. Sohote ist mit der Kraft des Geistes aufgeladen. Seht ihr, wie noch ist er unverwundbar. Aber gleich nicht mehr. Kommt der nächste Heilkundige reinmarschiert. Genau. Die Kugeln sind wieder geil auf uns. Aber hier kommen sie dann doch nicht hin. Diese Kugeln da unten. Dort kommt der dritte. Ist gut, dass die Kugeln zu euch kommen. Ja. Solange wir sie hier nicht hochkommen, ist auch alles in Ordnung. Dürfen sie dann gerne. Schön, wie diese Statue einen mit seinem Mundgeruch bekämpft. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, und gleich ausweichbereit machen. Huh? Das war jetzt der dritte, ne? Ja. War das jetzt der? Das war der Angriff, ja.
Ja, den habe ich dann nicht schnell genug gesehen. Naja. Hat er euch getroffen? Also ich habe noch. Ich habe keine. Ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe es wahrscheinlich für Digi geblockt. Weil. So, aber jetzt auch Heilkundige töten. Jetzt noch Heilkundige töten, ja. Da kommt einer. Kollege. Wir fertig. Jo. War Erfolge. Ja, nur weil ich mich vor dich geschmissen habe. Na. Ascalon, ich befreie euch von diesem Fluch. Gleich. Naja. Ich muss es suchen gehen, sonst beenden wir diesen Krieg nie. Geht! Ich muss ihm nachgehen. Das Portal ist zu, das könnt ihr nicht. Aber... Weggetreten, Soldaten. Ihm geschieht nichts. Sorgt euch lieber um die armen Seelen, die ihm in die Quere kommen. Das ist seine Mission, nicht eure. Alter, erzähl mir nicht, was ich zu tun habe. Smudur. Okay, achso, hier ist noch eine. Prox. Jo, fertig. Schön, dann raus hier. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.